Arthur der Held. Als Arthur in den Kindergarten kam, fragte seine Oma, was willst du werden, wenn du groß bist? Ritter, sagte Arthur. Seine Freundin Agnes wollte auch Ritter werden. Als Arthur in die Schule kam, fragte seine Mama, was willst du werden, wenn du groß bist? Ritter, sagte Arthur. Seine Freundin Agnes wollte jetzt Pilotin werden, Düsenjäger fliegen. Als Arthur mit der Schule fertig war, fragte sein Papa, was willst du nun werden, Arthur? Ritter, sagte Arthur. Seine Freundin Agnes wollte Polizistin werden, und das würde sie auch. Arthur dagegen würde Page, denn wer ein Ritter sein will, tapfer, kühn und edel, muss erst als Page dienen. Doch wer als Page diente, würde irgendwann Hoteldirektor oder Nachtportier. Das merkte Arthur bald. Also arbeitete Arthur als Eishockeyspieler, als Tierpfleger und sogar als Blumenbinder. Er musste oft sehr tapfer sein, manchmal sogar kühn und edel so weiß. Aber irgendwie war es nicht dasselbe. Und obwohl ihm Agnes eine neue Lanze schenkte, war Arthur sehr traurig. Es gab keine Turniere, die man gewinnen, keine Drachen, die man töten und keine Damen, die man retten konnte. Und so wurde Arthur Gärtner. In seinem Helm pflanzte er Salat, an seiner Lanze rachten sich bald Bohnen und den Rest seiner Rüstung versenkte er im Gartenteich. Er goss, er düngte, er rupfte Unkraut und zwischendurch las er Ritter Romane. Agnes besuchte ihn jeden Tag. Im Sommer picknickten sie zwischen den Blumenbeeten. Im Winter fuhren sie auf dem Gartenteich Schlittschuh. So ging es Jahr aus, Jahr ein, bis zu einem sonnigen Wintermorgen. Arthur saß auf einer Bank und wollte seinen Ritterromanen zu Ende lesen. Agnes fuhr Schlittschuh. Plötzlich ertönte ein Schrei. Agnes war durch das Eis gebrochen. Schon sah man nur noch ihre rote Zipfelmütze. Arthur sprang auf und riss die Lanze aus der Erde. Dann begann er vorsichtig, über das Eis zu robben. Und schon hatte er Agnes mit Hilfe der Lanze aus dem Eisloch gezogen. Nur ihre rote Zipfelmütze ging unter. Aber das war ja nicht so wichtig. Bald saßen die beiden im Decken gehüllt, bei einer Tasse Kakao zusammen. Agnes schaute Arthur an und sagte, du bist tapfer, kühn und edel. Und Arthur lächelte.